Ein Sportevent mit großem Potenzial. Wer ist die sportlichste Schulklasse in Reinickendorf? Das war die Frage, die den ganzen Tag über im Stadion Finsterwalder Straße gestellt wurde. Wir wollten gerade für die 8. Klassen mal zeigen, man kann total viel Spaß haben. Vielleicht auch im Verein, vielleicht auch mal beim Schwimmen, was du gar nicht mehr so häufig machst. Ein neues Konzept, eine neue Idee, die Schul-Challenge. Rund 250 Achtklässler mit und ohne Behinderung aus Reinickendorf traten beim deutschen Sportabzeichen mit und gegeneinander an. Also mir gefällt an dieser Veranstaltung, weil man sich an die Grenzen stoßen kann. Und dass man neue Leute kennenlernt, dass man viel Spaß dabei hat. Entsprechende Disziplinen zu bestreiten, das sind Dinge, die jungen Menschen auch Spaß machen. Das erste Mal organisierte der Bezirkssportbund Reinickendorf mit Hilfe der Agentur Wirkhaus Berlin, der Berliner Sparkasse, dem Landessportbund Berlin und der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf einen inklusiven Schulwettkampf. Neben vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern waren auch einzelne Sportvereine mit dabei. Denn ein großes Ziel gibt es natürlich auch. Die Schul-Challenge soll die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen stärken und im Idealfall dazu führen, dass mehr Sport-AGs in Schulen angeboten werden. Gewertet wurde anhand der Leistungstabellen für das deutsche Sportabzeichen und am Ende des Tages durfte sich die Evangelische Schule Frohnau über den Titel Sportlichste Schule Reinickendorfs freuen.